Der Joystick steht der Rosenkranz in der Hand und Pizza steht dem Karfreitagsfisch auf dem Teller. Im Gegensatz zu der breiten Masse feiern die Computerfreaks den Ostertag auf ihre Art. Zu Dietig in der Stadthalle haben sie ihre Computer aufgestellt für eine LAN-Party. Das heisst, die nächsten Tage und Nächte werden durchgegamet. Für den Pascal Billeter und Anit Huber haben die Spieler schnell vom Bildschirm aufgeschaut und erklärt, wie sie ein Wochenende am Kompi durchstehen. Sie gamen um die Wette und das 4 Tage und 3 Nächte lang. An der Swiss LAN Party, einem der grössten Game-Turniere der Schweiz. Um vor lauter Müdigkeit nicht Game Over zu gehen, haben die Gamer ein einfaches Rezept. Ja, einfach trinken, halt viel mit Koffein und halt gleich auch ein bisschen schlafen. Das ist halt auch wichtig. Aber weil die Gamer kaum zum Schlafen kommen, hat es Energy-Drinks, wo man her schaut. Die mitgebrachten Chips, Gummibärli und Guetzli sorgen dafür, dass man den Platz vor dem Bildschirm nie verlassen muss. Aber auch in der Küche herrscht Hochbetrieb. Was wollen die Leute eigentlich hauptsächlich essen? Meistens so Fastfood wie Hotdogs oder Pizzas, Toast. Solche Sachen halt. Salat hat heute noch keiner verlangt? Ich glaube, wir haben nicht mal im Angebot. Es geht eben nicht weg bei uns. Für die gesunde Verpflegung hat es auch noch Tomaten und Salat. Und das Zeug ist wirklich echt von außen gewachsen. Es ist also Tomaten, wie du siehst. Und der Salat ist da. Der ist auch grün. Aber wir brauchen es nur für die Hamburger. Die Gamer sind von der virtuellen Welt fasziniert. Dass von außen im realen Leben das schönste Wetter ist, das interessiert die rund 400 Leute hier in der Stadthalle Dietikon nicht. Ja, du hast das schönste Wetter, das ist doch so ein älterer Spruch. Wir gamen, wir hocken drinnen, wir sind halt ein bisschen Kellerkinder, aber das kann man nicht machen. Das stört mich eigentlich nicht gross. Es sind ja jetzt nur 4 Tage und sonst kann ich auch viel rausgehen von dem her. Die Angela kann das überhaupt nicht verstehen. Sie ist zum ersten Mal an einer LAN-Party. Zum schauen, was er da macht. Weil er ja daheim am Gamen ist und zum schauen, wie es da so abläuft. Wie findest du? Spannend, aber nicht meins. Also ich würde es nie machen selber. Alle anderen finden die LAN-Party das grösste. Am Bildschirm wird zwar geballert, aber in der Halle ist es friedlich. Wir haben 42 Nationen vertreten, also Nationalitäten. Es hat Leute, die verschiedene Glaubensrichtungen da sind, verschiedene Hautfarben, die juppie da miteinander spielen und den Plausch haben, ohne sich irgendwie persönlich in die Haare zu kriegen, was an der Außenwelt im momentanen Zustand nicht möglich ist. Und wenn die Gamer irgendwann ihre Augen doch nicht mehr offen behalten können, hat sie im Keller noch einen Schlafsaal. Mitspielen kann man zwar nicht mehr, die Veranstaltung ist schon seit 3 Wochen ausverkauft. Aber man kann zuschauen, und zwar morgen am Tag der offenen Tür, von morgen um 10 Uhr bis abends um 10 Uhr. Für Tele Zürich aus Dietikon, Annette Huber.